Gut, was machen wir als erstes? Zettel oder Wladimirs Adressbuch? Gucken wir erstmal nach dem Zettel, was hier drauf Auf steht. dem Zettel steht eine Nummer. LA60 AK19 AL. Darunter ist eine Beschreibung von einem Diadem, das wohl vor knapp 200 Jahren einer orientalischen Prinzessin geraubt wurde. Ursprünglich waren drei der größten Edelsteine der Welt in dieses Diadem eingearbeitet. Links ein Smaragd, rechts ein Rubin und in der Mitte ein Amethyst. Auf der Rückseite hat mein Vater handschriftlich noch etwas vermerkt. Das Diadem wird die wahre Prinzessin erleuchten und sie wird feststellen, dass Geld nicht der größte Schatz ist. Okay. Ich habe mir das mal gerade aufgeschrieben mit dem LA60 AK19 AL, weil ich noch nicht weiß, ob das was mit sich auf sich hat. Weil wir müssen ja auch noch hier in dem Computer ein Passwort eingeben. Ich habe eigentlich gehofft, dass es das ist, aber das ist mehr als fünfstellig. Das sind 2, 4, 6, 8, 10. Das ist das Doppelte von dem, was wir brauchen. Das Adressbuch meines Vaters. Viele Einträge, aber ich kann nichts finden, was mir momentan weiterhilft. Da kann man eigentlich fast nur hoffen, dass es bald mal Nacht wird. Aber warum haben wir immer noch einen Radspeicher? Das wundert mich. Oder können wir den Gullydeckel damit hochheben? Wäre, glaube ich, schon ein bisschen zu arg, oder? Voll ausprobieren können wir das hier mal. Nee. Hätte mich auch gewundert, wenn das funktioniert hätte. Fahrrad, Eimer. Eimer können wir immer noch anklicken. Telefonieren können wir gar nicht. Fahrrad ist ja total hinüber. Ja, aber warum sollten wir jetzt schon wieder zum Museum? Hier ist doch weit und breit nichts. Reinkommen wir nicht. Das Museum ist geschlossen und Max meinte, er sei erst gegen Abend wieder da. Bis dahin werde ich mich wohl noch gedulden Ja. müssen. Warte mal, hier gelbe Scherben. Habe ich gar nicht gesehen gerade eben, als wir hier waren. Wofür? Warte mal, kann man dazu Informationen? Die muss von der Baustellenlampe abgebrochen sein. Gelbe Scherben. Wofür könnte man das gebrauchen? Das scheiß Museum kommen wir also nicht rein. Gelbe Scherben haben wir jetzt gerade aufgehoben. Ich weiß aber nicht wofür. Es ist noch nicht dunkel, dass wir mit Max sprechen können. Aber bei Vater zu Hause haben wir auch nichts mehr gesehen. Kanaldeckel, ja. Da geht's runter in die Kanalisation. Das stinkt aus allen Löchern. Da sind wir wieder bei Thema Löcher. Erste und letzte am Auto. Vom Zugang in den Untergrund ein Viertel der Löcher. Muss ich hier irgendwie. Nee. Ein Viertel der Löcher. Wächter meiner Arbeit. Schon irgendwie crazy. Ich habe die beiden Gläser übereinander gelegt. Sie schimmern jetzt Hä? grünlich. Ja, und wofür brauchen wir jetzt eine grüne Scherbe? Ich habe die beiden Gläser übereinander gelegt. Sie schimmern jetzt Ja, grünlich. aber wofür? Wofür schimmern die jetzt grünlich? Porzellanschale mit Wasser. Und wir haben ja auch noch einen Gesteinsbrocken. Da bin ich mir auch noch nicht so sicher, was man hier mitmachen kann. Aber wofür? Gehen wir nochmal zum Schreibtisch. Vielleicht habe ich ja da irgendwas.
Nee. Nee, Tastatur, das bringt mir alles noch nichts. Das bringt mir noch gar nichts. Wir haben ja noch gar keinen Code. Ist noch was weiteres hier in der Spalte? Da scheint nichts mehr drin zu sein. Okay, das ist ja schon mal nicht schlecht, dass hier nichts mehr. Sieht unbenutzt Dass wir aus. da. Mein Vater war also mit Sicherheit noch nicht im Dass wir Bild. da alles abgepflastert haben. Aber im Aquarium ist nichts mehr. Kleiderschrank ja auch nicht. Da war die ganze Zeit schon nichts drin. Muss ich das hier reinlegen? Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Ich muss hier irgendwas machen können. Denn grüne Scherbe. Denn am Museum, da war ja nichts mehr. Auf dem Zettel steht eine Nummer. LA60 AK19AL. Darunter ist eine Beschreibung von einem Diadem, das wohl vor knapp 200 Jahren einer orientalischen Prinzessin geraubt wurde. Ursprünglich waren drei der größten Edelsteine der Welt in dieses Diadem eingearbeitet. Links ein Smaragd, rechts ein Rubin und in der Mitte ein Amethyst. Auf der Rückseite hat mein Vater handschriftlich noch etwas vermerkt. Das Diadem wird die wahre Prinzessin erleuchten und sie wird feststellen, dass Geld nicht der größte Schatz ist. Ja, und das hatten wir ja schon mal gehabt, aber wofür zum Henker brauche ich das? Klebt vorne und klebt hinten. Klebt auch rechts und links. Klebt Klebt quasi vorne und überall. hinten, klebt rechts und links, klebt quasi überall. Ja, aber wofür? Nun kann ich mir das Handy an die Backe kleben. Hä? Das Adressbuch meines Vaters. Viele Einträge. Wieso habe ich denn jetzt? Dank doppelseitigem Klebeband kann ich es nun überall festmachen. Wozu auch immer das gut sein soll. Warum haben wir unser Handy jetzt beklebt? Da blicke ich jetzt noch nicht so ganz durch. Müssen wir irgendwas damit aufnehmen? Nee. Wofür? Scheint, dass wir von diesem Max keine Nummer haben. Ein Bleistift, braun und auch ansonsten an Dramatik kaum zu überbieten. Wir haben einen Gesteinsbrocken, damit können wir noch nichts anfangen. Wir haben eine Porzellanschale mit Wasser, Salzstreuer, Pizza, wofür auch immer wir die Pizza brauchen. Lecker. Kalte Pizza mit stinkendem Thunfisch. Ein Bleistift, eine Ratschbeiche, ein Griff, doppelseitiges Klebeband haben wir immer noch. Wladimirs Tagesbuch, Tagebuch, nee, Adressbuch, Zettel und eine grüne Scherbe. Wofür brauchen wir das alles? Wir können doch hier gar nichts mehr machen. Das ist das, was mich stutzig macht, wisst ihr? Wir können hier gerade. Oder ich bin einfach nur zu blöd und denke wieder viel zu kompliziert, um das direkt zu sehen. Das kann natürlich auch ganz gut sein. Da bin ich ja auch Profi drin, etwas nicht zu sehen. Nee.
Und hier hinten in der Scheune konnten wir ja gar nichts machen. Hier haben wir ja schon geplündert, das ist ja in Ordnung. Zigarettenstummel, ja, aber was sollen wir mit denen machen? Wir können die nur betrachten, mehr nicht. Ja, liebe Leute, da lasse ich mir mal was einfallen, was wir hier noch machen können, weil wir haben so viel Krimskrabs bei uns im entschuldigt, in der im Inventar. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir nicht weiterkommen. Also Der Eimer ist voll mit Wasser. ja, das weiß ich, aber du willst ja nicht, dass wir da wieder einen Henkel dran machen, deswegen. Könnte man im Eimer denn so reinlegen? Ich guck gerade, weil wir können ja immer noch. Nee. Und am Museum hatten wir ja auch gesehen, war auch gar nichts mehr. Akten können wir nicht einsehen. Computer können wir nicht einsehen. In der Spalte waren wir schon drin. So, Bettchen, da sagt sie, das wurde gemacht. Im Aquarium, da haben wir einen Schlüssel rausgeholt. Und im Kleiderschrank, da sagt sie ja, wie Männer mit nur so wenig auskommen können. Und irgendwie passt das alles nicht. Ah, warte mal, muss ich hier irgendwie was. Kennt man ja, ne? Die Kassetten mit dem Bleistift hier aufdrehen. Aber nee. Am Auto die erste und die letzte. Vom Zugang in den Untergrund ein Viertel der Löcher und schließlich die Wächter meiner Arbeit. Was? Was ist das? Damit kann ich leider noch nichts anfangen. Telefon können wir hier nicht bedienen, aber brauchen wir ja auch nicht. Kassettenrekorder. Papas alter Weltempfänger. Das wir halt aufnehmen? Nee, auch nicht. Wie gesagt, ich mach jetzt mal eine Aufnahmepause. Und da werde ich mir mal was überlegen, wie das, was wir jetzt hier als nächstes machen müssen. Denn in das Museum kommen wir nicht rein. Und das, was wir im Inventar haben, können wir irgendwie nicht miteinander kombinieren. Und vom Museum finde ich nichts. Oder warte, bevor wir die Aufnahme unterbrechen, fahren wir noch mal eben zum Museum. Das machen wir eben noch mal. Vielleicht habe ich ja irgendetwas übersehen. Nee. Auch nicht auf der Parkbank, wo das kleine Mädchen mal war. Nichts. Ich kann hier echt nichts. Nichts machen. Ich kann der Statue eine Pizza geben. Aber ob die so darüber erfreut sind, weiß ich jetzt nicht. Aber ich kann die auch nur anvisieren. Ich kann mit den Statuen nichts machen. Ja, und die Tür, die kriegen wir nicht auf. Die würden wir auch, glaube ich, nicht aufbrechen können. Na gut, wie gesagt, wir machen dann beim nächsten Mal weiter, wenn es wieder heißt Let's Play Geheimakte Tangusco. Und ich freue mich auf euch. Bis dahin. Tschüss.